Hallo und herzlich willkommen hier auf Blue Frame Video. Heute wieder ein Bericht von der Katastrophe. Ja, was ist passiert? Eine weitere Katastrophe hier auf der Umgehung der A45. Ihr wisst ja, Rahmen der Talbrücke gesprengt. Das dürft ihr gerne noch mal in meinem Kanal nachverfolgen. Da ist alles drin, die Sprengung selbst. Aber was ist hier passiert? Ich drehe mich mal um. Hier haben wir in Nachod, Wipplingwerde, eine Brücke, die über die Lenne führt. Das ist eine Hauptumgehungsstraße von der 2B236, die oben von Werdohl und Altena runterkommt. Da gibt es also von der A45 eine Ausfahrt und dann kann man direkt Richtung Werdohl runterfahren, Richtung Altena. Das ist alles hinter mir und dann muss man über diese Brücke, kommt dann in die Richtung, von der ich gerade gekommen bin. Ich drehe mich mal um auf die Autobahn 46. Und kann von da aus bequem wieder auf die 45 fahren. Ist ein Riesenumstand gewesen. Ja, aber es war machbar. Die Leute haben es natürlich auch nutzen müssen. Das heißt, der Schwerlastverkehr, der ist hier unter diesem Lennetal, nenne ich es mal. Obwohl es sich, glaube ich, nicht so nennt. Aber ich nenne es so, weil die Lenne ist direkt hier vorne. Und die Brücke ist gesperrt. Und zwar nicht einseitig, wie das ja war. Hinter mir steht also eine Ampel. Und das ist schon vor Jahren entdeckt worden, dass das Fundament dieser Brücke nicht mehr hält. Also der gesamte Unterbau der Brücke ist festgestellt worden, hält nicht mehr, ist marode. Deshalb ist die Brücke hier, ich drehe mich mal wieder zur Brücke, einseitig befahrbar gewesen. Durch ein Ampelsystem wurde das geregelt. Schwerlastverkehr, ich habe also keine Schilder gesehen, dass hier 40 Tonnen begrenzt sind. Die LKW sind also hier drüber gefahren. Und unterhalb der Brücke wurde an den Fundamenten gearbeitet. Man hat auch schon Bagger gesehen, die da unten waren, haben angefangen, das alles hier zu sanieren, damit die LKW-Schwerlastverkehr ja auch weiterhin drüber fahren kann. Es hat sich aber in der Zwischenzeit leider festgestellt, dass das nicht möglich ist. Also musste die Brücke komplett gesperrt werden. Wir hatten immer noch Hochwasser hier. Das ging dann im Laufe der Zeit zurück bis auf dieses Niveau, was wir jetzt ungefähr haben. Und dann kam der Schrecken an der Brücke. Denn an dieser Stelle, da, wo ich jetzt mit dem Finger hinzeige, da konnte man sehen, dass von diesem alten Mauerwerk hier, das ist ja ein Beton-Steinmauerwerk, so ein gemischtes. Und da konnte man sehen, dass die Steine im Grunde vielleicht durch einen Strudel des Wassers und dieser Schutt, der da runtergekommen ist, die Steine, haben das zerstört und für 72 cm tief tatsächlich ausgefräst, nenne ich es einfach mal. Zwischen der Brücke hatten wir vorher ungefähr 30 cm Wassertiefe und kurz nach dem Hochwasser stellte man dann fest, es sind 3 Meter. Das heißt, auch 3 Meter von diesen Pfeilern der Brücke waren nicht mehr gestützt. Sie war damit einsturzgefährdet. Die WBH aus Hagen hat dann die Brücke als einsturzgefährdet tituliert und die Firma Remke als Bauunternehmen hat hier angefangen, die Brücke zu sichern und dann hinterher auch zu betreuen und zu reparieren. Allerdings hat nicht nur Remke das gemacht, sondern auch diese Taucher, denn hier unten 3 Meter tief waren Taucher drin. Und da wurden die Untiefen, die hier waren, alle abgemessen. Und da wurde geguckt, wie viel Beton muss man da reinschütten oder wie kann man das alles wieder sanieren. Es wurden diese Big Packs davor gelegt, damit das Wasser unter der Brücke beruhigt ist, weil man hat sogenannten Nassbeton genommen und musste dann das Wasser nicht umleiten. Man hat nur die Strömung rausgenommen und dann konnte man den Beton hier reinfüllen. Es sind ungefähr, die Zahl stimmt ungefähr, 160 Tonnen Nassbeton sind hier reingefüllt worden. Ungefähr 30 bis 40 cm Wassertiefe sind jetzt bis zur Betonplatte. Die könnt ihr hier sehen. Ja, abbinden tut so ein Beton innerhalb von 8 Tagen, auch unter Wasser, kein Problem. Und innerhalb von 28 Tagen war das endfest. Das ist relativ schnell passiert hier. Das heißt, die Platte ist zwischen diesen beiden Pfeilern, hier rechts und links. Genau, so, da ist die Platte hingemacht worden und die Pfeiler stützen sich jetzt gegenseitig ab
Und diese Sockel, die ja hier auch noch runtergehen, sind hinter mit so einem Kaninchendraht rundrum als Schalung auch noch aufgefüllt worden. Und damit sind die Sockel auch wieder stabilisiert. Jetzt stehe ich mal auf der Fußgängerbrücke und da hinten ist die Brücke, die defekt ist. Die hat Stützpfeiler. Auf der rechten Seite kann man den jetzt sehen. Jetzt geht man rüber. Da ist ein Strömungswall hingemacht worden, dass das Wasser nicht gegen den linken Pfeiler geht. Der wird also jetzt unterstützt mit Beton, Nassbeton. Das ist ja bei uns in Dahl auch so gewesen. Das kann man also reparieren, weil diese Pfeiler unterspült worden sind. Und deswegen ist die Aufgabe jetzt, die Brücke da zu sanieren, zumindest die Pfeiler. Und THW wurde gesagt, in 3 Wochen wird hier wieder aufgemacht. Ob das letztendlich zum Tragen kommt, da muss ich in 3 Wochen auch nochmal hier hinfahren. Und dann gucken wir uns das nochmal gemeinsam an. Und auf dem Hof müssen wir natürlich uns was überlegen, wie wir das machen mit dem toten Mann. Das muss ja befahrbar sein, das heißt unsere Ketten und so. Das ist ein Status quo. Heute am Sonntag, jetzt muss ich überlegen, 4. Februar 2024. Ist also ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk hier. Ja, warum stehen hier so viele Autos an der Straße links? Hier ist nochmal so ein gesonderter Parkplatz. Da stehen auch ganz viele Autos. Jetzt ist ja hier die Bundesstraße 236 komplett zerschnitten. Das heißt, es gibt Leute, die wohnen da in der Richtung Altena und wohnen hier in der Richtung Iserlohn. Nach da, Lettmate, da geht es ja auf die Autobahn. Das heißt, auf der einen Seite arbeiten Menschen, auf der anderen Seite arbeiten auch Menschen. Wie kommen die jetzt dahin? Die müssen einen riesen Umweg fahren. A45? Nein, geht nicht. Ramedetalbrücke fehlt. Ja, was kann man machen? Iserlohn-Hema. Das ist der Vorschlag, der ausgeschildert war, wo man jetzt längs fahren muss, weil hier unten geht nichts mehr. Wenn das einer nicht beachtet, kommt hier runter mit seinem LKW, der muss drehen und zurückfahren. Hier kommt man nicht drüber, weil hier auch Betonsockel hingestellt worden sind. Also mal eben so eine Sperrung hier wegmachen. Geht nicht, da fährt keiner mehr drüber. Fußgänger, Radfahrer dürfen auch nicht hier rüber. Was kann man da machen? Das ist eine Katastrophe. Man muss ja vielleicht einmal zum Bäcker rüber oder so. Da gibt es eine Alternative und die gucken wir uns jetzt an. Und ihr seid dabei und kommt mit. Ja, wenn da die Brücke ist, dann muss ich hier über diesen Parkplatz gehen. Und ich weiß nicht, wo der Übergang ist. Ich habe das nur vermutet. Man kann durch die Büsche ein bisschen was erkennen. Ich glaube, da ist eine Fußgängerbrücke, die es ermöglicht, hier von einer Seite der Lenne auf die andere Seite zu kommen. Ja, deswegen stehen die Autos hier alle geparkt. Das heißt, die Leute, die Anwohner, kommen zu Fuß hier rüber und umgehen dann die gesperrte Brücke und steigen dann in ihr Auto und fahren zur Arbeit. Das ist auch eine gute Lösung. Ich weiß nicht, ob da vorne Security rumläuft. Mal gucken. Auf jeden Fall gehen wir jetzt über die Brücke. Ja, hier wird sogar noch gebaut. Irgendwelche Abstützungen werden hier noch montiert. Und es kommen auch Leute über die Brücke. Das ist eine Schwimmbrücke. Da sieht man die Pontons. Vom Technischen Hilfswerk ist das errichtet worden. Ja, die Brücke ist also auf jeden Fall schon mal begehbar. Hier sind Leute vom THW, die noch die Brücke verschönern. Die wird schön abgeschmirgelt und schön gemacht. Und oh, das ist aber ziemlich steil hier. Was macht man denn, wenn es hier mal schneit? Ja, das wird noch ein Problem. Wird ein Problem, glaube ich auch. Das geht also sehr steil hier runter. Na klar, das ist so eine hohe Böschung. Und die Brücke ist ja ziemlich tief, weil die mit diesen kleinen Booten, Pontons, ich weiß gar nicht, wie die genannt werden, Ortsverband Beulert das hier aufgebaut. Diese Brücke schwimmt also. Hallo? Hallo? Über die Brücke bin ich jetzt drüber gegangen. Ja, es ist sehr steil, darunter zu gehen. Mal gucken, wenn der Schnee kommt.
Ich habe mir den Markus vom THW hier mal rangeholt. Der kann ein bisschen dazu Bericht erstatten. Wann habt ihr angefangen hier mit dem Aufbau? Wir haben am 2. Januar 2024 angefangen. Ich glaube, es ging dann los mit Vermessungsarbeiten. Die Brücke musste eingemessen werden. Ob das überhaupt so geht, ne, wie man sich das vorstellt. Natürlich alles in Zusammenarbeit mit den THW-Fachberatern. Wir haben Fachberater Bau und mit dem mobilen Hochwasserpegel aus dem Ortsverband Kamen-Bergkamen. Der ist unter anderem auch dafür zuständig, bautechnische Einmessungen vornehmen zu können. Das seid jetzt nicht nur ihr vom THW. Was für ein Bereich bist du? Von welchem Bezirk? Wir kommen aus Kamen-Bergkamen. Das gehört zum Regionalbereich Dortmund. Ja, aber es sind noch mehrere hier. Genau, ja, wir haben auf jeden Fall auch andere Regionalstellen hier. Wir sehen Minden, wir sehen Wesel. Hinten ist noch ein Pontonboot von Köln-Beul, soweit Köln-Beul. Ja. Also schon weit aufgestellt. Zur Technik, sag mal, was ist das hier für eine Brücke? Das ist eine sogenannte Pontonbrücke, die schwimmt auf diesen Pontonbooten. Und oben drüber ist ein Fahrbahnbelag, den sieht man auch, der ist aus, ich meine, Aluminium. Und obendrauf wurden dann Hölzer geschraubt, damit wir den seitlichen Absturzschutz befestigen können. Dann wurde noch Beleuchtung angebracht. Die Beleuchtung ist aber durch die Stadt gestellt worden. Mhm. Das ist nicht von uns. Mhm. Und damit, es muss ja sicher sein. Ne? Das muss sicher sein, ja. Ich habe gesehen, ihr seid immer noch dran. Am 4. Februar 2024 sind noch Leute am Arbeiten. Stabilisieren die noch was oder wird die Sicherheit noch erhöht? Was machen die? Es wird jeden Tag zweimal überprüft, ob die Brücke in einwandfreiem Zustand ist. Es wird jeder Fallbolzen wird nachgeguckt, jede Schraube wird nachgezogen. Es wird einmal kontrolliert, sind Stolperkanten entstanden, sind irgendwo gefährliche Situationen, die entschärft werden müssen. Zweimal am Tag. Es wird der Wasserstand in den Pontonbooten überprüft. Ja. Da wir hier auch Niederschlag von oben haben, ne, das ist eine Schüssel, das läuft voll. Ja. Das wird halt rausgepumpt. Ne? Und auch hier, die sind abgespannt mit Seilzügen. Das müsste man eigentlich auch sehen. Also sieht Greifzüge. Man, ja. Die sind man hier drüben, sind sie eingerammt in den Boden, die Widerlager. Drüben haben wir einen toten Mann gebaut. Ja, wir gehen gerade Richtung dem toten Mann, dem Anschlagpunkt auf der anderen Uferseite. Ja, das hat mich nochmal interessiert, weil das ein toter Mann ist. Was ist das überhaupt? Das gucken wir uns jetzt an. Genau. Und man sieht jetzt hier rechts unten in den grauen Säcken, da sind die restlichen Greifzüge drin. Dann sieht man auch, ich hoffe, dass man es sieht, man sieht unterschiedliche Seildicken. Die dicken Seile, das sind 32 Kilonewton Greifzüge. Das dünne Seil, was wir da sehen, das sind 16 Kilonewton Greifzugseil. Ja, das erkennt man. Und die wurden jetzt nochmal in Plan eingepackt und einmal gesichert mit Ketten. Das sind die Spanner, nenne ich sie mal. Ja? Genau, das ist das der Spannmechanismus. Hier unten sieht man auch nochmal die dicken Ketten, die eingelassen wurden. Und diese Ketten, die gehen unter dem jetzt angelegten Kaltasphalt hinüber zu unserem toten Mann. Ein Widerlager, damit wir bestimmte Zugkräfte aufnehmen können. Man sieht hier unten auch nochmal die schwarze Kette. Ich würde stark vermuten, es ist eine 10-Tonnen-Kette. Ja, bestimmt. Ziemlich sicher ist das eine 10-Tonnen-Kette. Und wird hier unten gehalten von Haltebändern, von Hebebändern, die einmal unten umgeführt wurden. Ihr habt da einen ganz schönen Aufwand betrieben, muss ich sagen. Ja. Das ist ja echt unglaublich. Ich dachte, das wäre einfacher hier. Nee, zusammen mit einem ortsansässigen Bauunternehmer, ja, der hier wohl auch in der Nähe ein Betonwerk hat, so wurde mir das gesagt, der hat uns hier mit einem Mobilbagger unterstützt und auch hier die Ausschachtung gemacht. Man sieht ja, hier wurde ein bisschen was weggegraben. Ja, und dann wirklich das Band einasphaltiert. Ja, die Kette, genau. Die Kette. Weil du gesagt hast, hier in dieser Richtung da hinten, da gibt es noch einen Hof. Genau, da siehst du, da hinten sind zum Beispiel nochmal drei Häuser. Und weil man dieser Straße weiter folgt, kommt irgendwann nochmal ein Hof. Ja. Da waren wir gerade auch mit dem Auto, weil wir umdrehen mussten. Okay. Und die müssen ja auch auf Hilfe hoffen können, sollte was passieren. Ne? Und deswegen hängen die Seile hier nicht über der Straße. Genau. Ja, spannende Geschichte. Ja, die wurden dann auch nochmal die Spannung überprüft, ob das alles mit einem bestimmten Durchhang, muss ja alles die Sicherheit gewährleistet sein. Was ist das, wenn die Länge hier einen Meter steigt? Wenn die einen Meter steigt, dann wird das nochmal interessant, würde ich mal behaupten. Da kann ich leider gar nicht genau so viel zu sagen. Auf jeden Fall würde die Brücke mit aufschwimmen, ne, sie schwimmt ja. Da muss man mal gucken, wie schlagartig würde das passieren. Da muss man mal gegensteuern und man muss gucken, wie ist es an den Widerlagern. Ja. Da die liegt nur auf dem Boden, auf dem Grund und würde sich dann
in den Boden vielleicht schieben. Aber da könnte man dann vielleicht was nochmal auskoffern. Das würden wir schon hinbekommen. Also ja. Es gibt wenige Aufgaben, die wir nicht hinbekommen. Ja, das denke ich mir. Ja, die Brücke wird breiter, ne, wenn der Pegel steigt. Genau. Sag mal, wie lange wird die Brücke hier bestehen bleiben müssen? Als wir das gebaut hatten hier, wir waren am, ich glaube, 4. Februar hier, wurde was gesagt von 3 Wochen. Das kommt ganz darauf an, wie schnell drüben Straßen-NRW die Verdichtung oder Befestigung der Sockel da fertig hat, der bestehende 236 Brücke. 3 Wochen? wurde mal gesagt. Aber okay, also die Brücke wird kurzfristig da hinten wieder eröffnet. So wurde es uns mal gesagt. Ob das noch aktuell ist, ob das noch stimmt, da kann ich natürlich keine Gewähr zu geben, gar nichts zu. Da müsste man Straßen-NRW anfragen. Ja. Da muss ich am Ball bleiben, da muss ich öfter mal hier rüberfahren und gucken, wann ist das wieder geöffnet hier. Wann kann der normale Schwerlastverkehr und Personenverkehr hier wieder drüber fahren? Ja, Markus, vielen Dank für deine Informationen. Ja, sehr gerne. War sehr nett von dir und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Tschüss. Danke, ciao. Ja, 50 Meter von der Brücke entfernt steht ein Bus. Das ist der BEV, der Brückenersatzverkehr. Ich nenne es mal so. Wieder mit meiner alten Kamera. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen, die Informationen auf Blueframe Video. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, ein Abo vor allen Dingen, weil hier noch ganz viel passieren wird von der A45 hier im Sauerland. Macht's gut!